Einen eigenen Gemüsegarten zu bewirtschaften ist ohne eine gewisse Arbeit nicht möglich. Allerdings machen sich einige Gärtner das Gartenleben unnötig schwerer. Und wirklich förderlich ist es manchmal nicht für den Garten, für die Pflanzen, für die Artenvielfalt oder auch für die Natur. Du möchtest wissen, wovon ich spreche? Alles klar, ich habe vielleicht noch eine viel bessere Idee. Ich gebe dir noch Tipps mit an die Hand, wie du deinen Garten effektiv und effizient nutzt, damit du da einerseits weniger Arbeit reinsteckst, aber trotzdem mehr erntest, die Natur förderst und deine Pflanzen auch gesünder werden. Das erste, was du unbedingt vermeiden solltest, ist deine Beete umgraben bzw. eine starke Bodenbearbeitung. Unsere Böden sind ein wirkliches ausgeklügeltes System und da hat alles seinen Platz und auch seine Richtigkeit. Die Regenwürmer beispielsweise ziehen ihre Gänge, die Mikroben sind dort, wo sie sind, an der Oberfläche dort. Die Mikroben, die halt mehr Sauerstoff benötigen, etwas tiefer, die Mikroben, die halt anaerob alles zersetzen. Dann haben wir noch die feinen Pilzmyzele, die den Boden durchweben und die Verbindung zwischen den Pflanzen auch untereinander herstellen, damit hier auch eine Kommunikation einerseits gewährleistet wird und dass halt hier die Pflanzen tiefere Erdschichten erschließen können und hier auch zum Beispiel Nährstoffe und auch besser an Wasser kommen. Also diese Kooperation ist auch sehr wichtig und mit dem Umgraben bringen wir das ganze System durcheinander. Das heißt, wir zerstören zum Beispiel das feine Pilzmyzel, die Mikroben kommen komplett durcheinander, die trocknen auch an der Oberfläche zum Beispiel auch aus, wenn wir das dann wenden und die Mikroben, die zum Beispiel mehr Sauerstoff benötigen, kommen dann nach unten und ersticken auch zum Beispiel und beim Umgraben kann es dann auch sein, dass wir die Regenwürmer eventuell auch mit zerteilen und sie auch stören und ihre Gänge natürlich auch mit zerstören. Außerdem kann es passieren, dass du Beikrautsamen, die in der Erde liegen, dann nach oben bringst und weil dann die Erde bedeckt ist und die Natur immer dabei bedacht ist, den Boden zu bedecken, fangen natürlich dann die Samen an zu keimen und du hast dann unnötig wieder Zupfarbeit. Von daher lege lieber No-Dig-Beete bzw. Beete, die du nicht umgräbst, an. Kannst du zum Beispiel damit gewährleisten, indem du Karton auslegst, natürlich so unbelastet wie möglich und dann eine ordentliche Schicht Kompost drauf tust und dann vielleicht mit Holzhexe zum Beispiel auch mulchst. Mulch ist auch der richtige Stichpunkt für den nächsten Punkt, die offenen Böden, die du unbedingt vermeiden solltest. Gehen wir auch hier wieder zum Beispiel in den Wald rein. Da ist auch alles bedeckt. Da arbeiten auch die Mikroben, weil die arbeiten, wenn es halt dunkel und feucht ist und das gewährleistet natürlich auch hier zum Beispiel der Wald. Und das sollten wir auch in unseren Garten mit integrieren, damit wir hier einen fruchtbaren Boden haben, die Mikroben arbeiten, das Wasser auch viel besser gespeichert wird und nicht zu schnell verdunstet, wir einen Dauerhumus sozusagen gewährleisten, wir hier unsere Pflanzen auch nicht mehr düngen, weil es automatisiert wird. Mit der Zeit wird es auch super locker und fluffig. Ich mache das schon seit Jahren und bin auch wirklich von den Ergebnissen begeistert. Ich muss viel weniger gießen, während halt zum Beispiel letztes Jahr im Dürresommer sämtliche Gärten ausgetrocknet sind, wuchsen bei mir die ganzen Kulturen weiter vor sich hin. Unter Mulch war es auch noch schön feucht. Hier auch ein guter Pluspunkt. Und wenn ich halt dann im Herbst meine Beete aufbereiten möchte, nehme ich einfach eine Grabgabel oder auch eine Broadfork. Steckt da das einfach rein in die Beete und tu ein bisschen hier auflockern, indem ich halt ein bisschen hin und her rüttle und hier auch Sauerstoff in den Boden bringe. Mehr muss ich eigentlich auch nicht machen. Du kannst mit Schafswolle, Grasschnitt, Holzhäcksel oder auch mit Laub mulchen, wenn es dann im Herbst vermehrt anfällt. Das ist ein wichtiger Punkt. Fahr das Laub nicht irgendwo hin, wie die meisten Leute. Mulch damit deinen Boden. Damit tust du deinen Boden auch über den Winter vor der Kälte und vor dem Frost schützen. Und Laub ist wirklich ein super Humusförderer. Natürlich sammeln sich auch unter dem Mulch Schnecken, da haben sie ja optimales Klima, es feucht und auch dunkel. Da auch ein kleiner Tipp von mir, erstens mit der Zeit und mit den Jahren wird es immer weniger. Komischerweise dieses Jahr null Probleme mit den Schnecken, obwohl sie überall bei mir unter dem Mulch sind. Sie lassen meine ganzen Pflanzen in Ruhe, weil ich sie auch in meiner eigenen Komposterde zum Beispiel anzüchte. Unter dem Mulch dann kannst du die Schnecken sehr gut absammeln. Siehst du an deinen Pflanzen, die vielleicht angefressen sind oder geschädigt sind, in der Nähe kannst du dann hier ein bisschen im Mulch rumwühlen und die Schnecken dann gut absammeln. Die penetrante deutsche Aufräumkultur in den Gärten sorgt nochmal zusätzlich für viel mehr Arbeit. Einerseits natürlich die ganze Zeit den Garten irgendwie mähen oder die Hecken krass zurückschneiden und dann letztlich wundern sich dann die Leute, warum beispielsweise sie ein so großes Ungleichgewicht haben, wenn sie halt ihre Boden offen lassen, ihr ganzes organisches Material zum Wertstoffhof bringen, die ganze Zeit ihre Rasen mähen, dass alles schön ordentlich ist und dann kommen immer mehr Schnecken, sind Probleme mit Blattläusen oder sonstige irgendwelche Sachen und dann wird dann schnell wieder auch zu der Chemiekeule gegriffen, wo dann die Nützlinge
keinen Anreiz bzw. auch keine Chance haben, sich wirklich anzusiedeln. Anstelle eines nutzlosen Rasens leg doch lieber eine Wildblumenwiese an, die du zweimal im Jahr mähst. So lockst du hier viele verschiedene Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten an, bietest auch hier dadurch Futter für die Vögel und andere Tierchen. Davon profitieren doch deine Pflanzen dann auch, weil je mehr Bienen es da sind, desto mehr Anreiz hat auch die Pflanze, mehr Blüten zu bilden, weil sie hier Angebot und Nachfrage zum Beispiel hat und du kannst dann hier zum Beispiel auch mehr ernten. Andere Elemente, die du in deinem Garten integrieren sollst, ist beispielsweise ein Teich, welches ein wunderbares Biotop ist, um halt sehr viele Tierchen auch mit anzusehen und um die Artenvielfalt auch wieder in einem Garten mit zu regulieren. Totholzhecken mit anlegen oder allgemein irgendwo Totholz oder auch einen toten Baum einfach mal stehen lassen. Solche Sachen auch machen. Laubhaufen, Kompost anlegen ist auch solche Sachen oder auch Mulch. Einfach auch Steine, zum Beispiel Steinhaufen. Also ganz viele Elemente, die du in deinen Garten mit integrieren kannst. Je wilder oder naturbelassener es, für die meisten schaut das vielleicht für ein Chaos aus. Für die Gärtner, die halt alles schön strikt und korrekt und sauber haben wollen. Aber das ist ein Chaos in der Natur. Die Ordnung finden wir mehr in verwilderten Gärten, wo wir hier ein natürliches Gleichgewicht haben und wir hier viel weniger im Garten arbeiten müssen, aber auch trotzdem eine gute Ernte einfahren können. Mit dem falschen Baumschnitt kannst du dir auch sehr viel Arbeit verursachen. Einerseits schadest du da enorm den Baum, du musst dann nochmal viel mehr schneiden und die Fruchtqualität wird auch enorm leiden. Hier beispielsweise bei mir im Dorf, wenn ich da mal ein bisschen in der Gegend rumfahre, dann sieht man manchmal immer wieder Bäume, die halt oben komplett abgetrennt worden sind, also horizontal einfach schön eine gerade Linie gemacht haben, weil man möchte, dass der Baum nicht so groß wird oder einfach kompakter und oder schöner ausschaut. Jedenfalls ist das ein enormer Eingriff in das Wachstum des Baumes und er wird auch dementsprechend reagieren. Er wird hier zum Beispiel Wasserschosse bilden, also das heißt Äste oder Triebe, die einfach strikt nach oben wachsen und das ist hier kein Fruchtholz, da wirst du nicht so viele qualitativ hochwertiges Obst ernten können. Auf den richtigen Baumschnitt werde ich jetzt hier in dem Video nicht eingehen, das würde ein bisschen zu weit gehen. Außerdem gibt es da auch wunderbare Videos im Internet, werde ich hier unten in der Videobeschreibung verlinken. Da sind auch einige, die sich damit viel intensiver beschäftigen. Kommen wir von den mehrjährigen Pflanzen zu den einjährigen Kulturpflanzen, die wir in der Regel bei uns in den Gärten anbauen. Das ist jetzt eine schöne Honigmelone, die ich vorgezogen habe. Das war jetzt so Ende April, wo ich den Samen hier reingesteckt habe, würden jetzt bei der Wärme auch sehr schnell kommen, wenn es halt das optimale Wetter ist, also schön warm und auch die Feuchtigkeit da ist, dann werden die auch wunderbar treiben. Das ist nämlich das Problem bei sehr vielen Leuten, was man ja auch immer wieder in Facebook-Gruppen zum Beispiel sieht oder auf anderen Social-Media-Kanälen, dass die Leute viel zu früh mit ihrer Voranzucht anfangen und wenn sie dann mit der Voranzucht anfangen, dass sie zum Beispiel auch keine LED-Lichter nutzen und sich dann wundern, warum zum Beispiel ihre Pflanzen einen Geilwuchs haben, nicht kräftig sind, dann irgendwelche Schädlinge, Blattläuse oder Spinnenmilben haben, die sie in ihre Wohnung bekommen haben, Trauermückenprobleme, dann fangen die Leute einfach viel zu früh an. Also es gibt ja auch welche, die fangen schon im Januar mit der Gurkenaussaat an, was man überhaupt nicht braucht. Voranzucht, wenn man ein Gewächshaus hat, April reicht vollkommen aus, sonst im Mai, man kann sogar auch eine Direktaussaat bei den Gurken machen. Kürbisgewächse wachsen halt sehr schnell. Das Problem hier ist einfach, du musst genau wissen, was du tust. Du steckst halt hier sehr viel Zeit im Voraus rein, Januar, Februar, März. Und dann fängt es halt an, dass du, weil du zu früh vorgezogen hast, dass der Platz nicht reicht, plötzlich deine Pflanzen eingehen, sie nicht mehr so vital ausschauen und dann letztlich du eine schwächliche Pflanze dann im April reinsetzt, die dann eventuell trotz Voranzucht langsamer wächst, als wenn ich die Pflanze im April oder im Mai dann ausgesät oder beziehungsweise ausgepflanzt hätte zum richtigen Zeitpunkt. In der Regel stehen ja hinten auf den Verpackungen die Aussaatzeiten dran. Da sollte man sich ja auch dementsprechend handeln. Für die meisten Hobbygärtner geht es ja so. An diese Richtlinien kann man sich auch halten. Das steht ja nicht ohne Grund hinten drauf. Natürlich solltest du auch auf die Qualität der Erde achten. Ich habe jetzt hier zum Beispiel meinen eigenen Kompost, wo auch ein bisschen Pflanzenkohle mit dabei ist. Und dieses Jahr wachsen die Pflanzen hier drin richtig stark und auch kräftig rein. Habe überhaupt keine Probleme mit denen. Ich habe auch als Test beispielsweise mir mal letztes Jahr Komposterde aus den Kompostwerken geholt und auch hier bei Raiffeisen auch mal mir so eine Pflanzerde hier geholt. Bei beiden Sachen, bei der Pflanzerde, haben dann angefangen die Schnecken hier meine Pflanzen anzuknabbern, während hier in den Komposterde
die Pflanzen so gut wie unberührt bleiben. Und auch bei den Kompostwerken letztes Jahr sind meine Pflanzen mickrig geblieben, weil halt die Verkompostierung nicht optimal in den Kompostwerken ist. Die machen da sehr viele Fehler und das merkt man halt auch in der Qualität. Deswegen kaufe ich mir beispielsweise keine Erde mehr aus den Gartencentern oder auch von den Kompostwerken, sondern nutze hier meine eigene qualitativ hochwertige Komposterde, die ich auch nicht abkochen werde. Du kannst auch hier beispielsweise Maulwurferde nutzen, die bekommst du auch umsonst. Wichtig ist auch, wenn du sehr früh mit der Voranzucht beginnst oder dir auch Pflanzen aus dem Baumarkt kaufst, ist es, sie auch dementsprechend abzuhärten. Ich habe das so oft gesehen, selbst letzte Woche noch, wo die Leute sich Pflanzen aus dem Baumarkt holen, sie dann reinsetzen und sich dann wundern, warum die Blätter so weiß sind, abbrennen und den Pflanzen es überhaupt nicht gut geht. Das Problem dabei ist einfach, zum Beispiel bei den Pflanzen im Baumarkt, sie sind nicht das Klima gewöhnt. Die sind wahrscheinlich in Räumen groß geworden, das ist so eine Art Massenfertigung. Die haben noch nie Kontakt mit der richtigen Natur gehabt, noch nie Kontakt mit der Sonne, mit dem Wind, auch eventuell mit kühleren Temperaturen. Und das lässt sich aber bemerkbar machen, dass halt durch den Stress die Pflanzen dann mehr eingehen oder auch sehr stark zurückgeworfen ist. Das gleiche mit der Jungpflanzenvoranzucht. Ich habe auch Videos dazu auch gemacht, warum du abhärten sollst und wie du es halt richtig machst. Halt am Anfang zum Beispiel eine halbe Stunde raussetzen, wenn es halt März oder April ist, und dann wieder in den Schatten stellen oder auch wieder rein und das halt über die Wochen hinweg und das halt langsam steigern, damit die Pflanzen sich daran gewöhnen, damit sie keinen Sonnenbrand bekommen und du halt das Wachstum nicht zurückwirfst, beziehungsweise deine Voranzucht, die ganze Arbeit, die du da reingesteckt hast, einfach wieder in Luft aufgeht. Passiert halt immer wieder, dass halt Gärtner sehr frustriert sind, wenn halt irgendwelche Plagen und Schädlinge kommen und ihre Pflanzen dann vernichten. Dann schaue ich mir manchmal ihre Gärten an. Dann muss man halt dann feststellen, der Boden ist offen, man hat keine Siedlungshilfen für Nützlinge. Wenn Nützlinge oder Schädlinge, dann möchte man die sofort beseitigen und gibt den Nützlingen nicht die Chance, sich ansiedeln zu können. Und das Gift löst auch nicht das Problem, das schadet auch den Nützlingen. Und das Problem ist halt, eine Laus vermehrt sich viel schneller als ein Marienkäfer und das ist halt bei sehr vielen Schädlingen der Fall. Auch die Nacktschnecke vermehrt sich viel schneller als zum Beispiel die Weinbergschnecke oder auch die Tigerschnägel, die halt hier mit fürs Gleichgewicht bei den Nacktschnecken zum Beispiel verursachen. Und wenn du halt dann zum Beispiel Schneckenkorn wirfst, tötest du ja nicht nur die Schnecke damit, eventuell auch die Tigerschnägel, die Weinbergschnecken oder auch im Notfall kann es dann auch sein, dass der Igel auch was davon frisst, wenn er halt nicht genug Futter hat und dann auch anfängt Schnecken zu fressen, was ja sowieso ein Problem ist. Aber was ich halt damit sagen möchte ist, es ist ärgerlich, wenn halt irgendwelche Schädlinge kommen. Die Pflanzen, die man früh vorgezogen hat, mit viel Kraft, Liebe auch dahinter, dann weggefressen werden. Das einfach so hinnehmen möchte, okay, mal schauen. Aber das ist genau der Punkt. Man muss neutral auf die Sachen schauen. Diese Tiere wie Läuse oder Nacktschnecken, die zeigen uns einfach auf, dass wir ein Ungleichgewicht im Garten haben und wir halt daran arbeiten müssen. Und wenn wir es halt einfach laufen und fließen lassen und es halt dieses Jahr akzeptieren, okay, da gibt es halt weniger Ernte, da muss ich halt einfach schauen, wie schaffe ich es, ein natürliches Gleichgewicht herzustellen und daran zu arbeiten. Ich habe es gemacht, jetzt im 6., 7. Jahr macht das Gärtnern immer mehr Spaß. Ich habe immer weniger Probleme mit Schädlingen. Ich lasse auch die Ameisen einfach in Ruhe. Auch wenn sie irgendwie Blattläuse bringen oder sowas, kein Problem. Marienkäfer kommen dann ziemlich schnell. Dieses Jahr auch kein Problem mit den Schnecken. Und ich kann halt ziemlich entspannt, sage ich mal, einfach die Sonne genießen, für euch die Videos produzieren, einen wilden Garten auch machen und auch hier Geduld und Beharrlichkeit mitbringen. Sonst wird das Gärtnern eher mehr stressig, als es irgendwie auch für Entspannung sorgen kann. Sonst findest du hier noch an der Seite zwei weitere spannende Videos, die dir helfen, dein Leben zu verbessern, sei es in Gesundheit oder auch hier im Garten ein paar Permakulturtipps.